Und ein freundliches Hallo zu euch zu einer neuen Folge von Borderlands 2. Ja, heute wollen wir die Assassinen killen und zur Unterstützung haben wir den großen, dicken Onkel. Ja, weißt du das? Ich bin aber klein und dick. Ja, Hallöchen! Ach, du weißt meine Spielfigur. Ach so. Ah, okay. Die kleine, zarte Gabax. Ja, Gabax. Ja, hallo Leute. Und der einfach kranke Silvano. Ah! Oh, achso, ja. Ich habe keine neuen Jobs für dich. Geil, ich habe einen Granatwerfer, ich will töten. Können wir loslegen? Ja. Ja, so. Ich will töten. Wir achso, ja, genau. Okay. Wir machen jetzt den Assassinen-Wut töten und der liebe Silvano hat sich bereit erklärt, den mit der Pistole zu töten. Richtig, also ihr müsst ein paar Nippel überlassen und dann kann ich mal rausschießen. Au! Guck mal, liebe Leute, ich hab nämlich ein richtig geiles Visier. Was ist denn hier? Was ist das? Hier leuchtet was? Aufnehmen. Munition. Und ich muss jetzt echt mal in dieser Runde mal so fragen, weil ja, wir haben immer von unserem Lieblingszuschauer von AMS Rock oder AMS Rock oder sowas, der sagt immer, wir sollen hier mal taktisch rangehen. Wie sollst du bei diesem Spiel taktisch rangehen? Das verstehe ich nicht. Wenn das jetzt wie zum Beispiel, was weiß ich, Rainbow Six oder so wäre, wo du mit einem Heady die Leute auch wirklich abknallen könntest oder sie wirklich realistisch wäre, würde ich ja sagen, okay, aber die Masse kommt ja auf einmal einfach. Warte, bis der aufgehört hat zu reden. Ich will schon. In der Dunkelheit. Es ist euer eigener Starrsinn, der euch den Tod beschert und uns allen eine bessere Zukunft. Also ich mag den Typen nicht. Propaganda, der quatscht dir immer ins Maul. Ja. Der quatscht dir ins Gesicht. Hey, ach, sorry, dass ich den jetzt verquatscht habe, aber ich, ja. Ich habe das ehrlich gesagt bei meinem Reden gar nicht gepeilt, dass da jemand geredet. Alles klar, ich sage euch jetzt, was ihr zu tun habt. Da geht der eine gleich nach rechts, nach links, der andere dückt sich, wenn ich das sage. Gabax, hinlegen, schnell! Wie? C? Ja, so schön. Okay, weiter geht's. So Onkel, funktioniert stopp. Das gleich mal gar nicht. Oh. Warte, mein Taxi, ich komm rein. Hallo? So, wer fährt? Ach, du bist schon dran. Und du fährst. Aha. Ich fahre. Ich hab MG. Los. Ich will, was nehmen wir denn hier mal? Pinkes Auto, können wir nehmen Pinkes? Ja, bitte, Pink. Oh Gott, die Hello Kitty-Truppe kommt. Badaboom, Motherfuckers! Psycho! So, okay, ich hätte gerne ein paar Gegner. Könnt ihr mal zu dem anderen fahren? Weil hier habe ich einen Ausgang. Dem anderen? Nee, was? Ja, guck doch mal auf die Map. Ich fahre gerade. Echt jetzt, du kannst doch nicht, während du Auto fährst, am Handy schon bei dir, oder so. Oh. Ja, nee, drück mal M, weil unten geht's ja auch noch lang. Ja, wollen wir erstmal unten gucken, ob da. Fahren wir da mal hin, ne? Ah, oh, fahren wir da mal hin. Ja, und was wollte ich jetzt sagen? Taktisch vorgehen, mein Freund. Genau. Ich muss aber sagen, ich sehe das Spiel ja als Fun-Projekt und Taktik da. Also ich glaube nicht, dass wir das jetzt hier auf Taktik auch spielen wollen, das ist das Ding. Ich glaube, wir wollen einfach bloß Spaß mit dem Ding haben. Weil die Präzision von den Waffen einfach auch gar nicht so gegeben ist dafür. Richtig. Was? Reisebeginn? Ja, hier war auch nur eine blöde Tür. Da habe ich mir mal die Freiheit genommen und... Oh, ein neues Land. Ja komm, steig ein, mein Fahrer. Ich brauche meinen Fahrer, meinen Driver. Ich glaube, wir müssen hier raus. Lang weiter hier hoch? Nee, nee, hier raus. Wir müssen raus, echt? The Frostbricks, okay. Was? Essen's Creed? Mhm. Essen's Creed, was? Genau. Bitte die Assassinen. Aber da ist einer. Achtung, zieh echt? Taktisch. Stopp. Ja. Ich geh taktisch vor. Gabax bleibt da stehen, genau. Mach gar nichts, Gabax. Okay, draufspringen. Granaten werfen, Leute. Immer Granaten rein. Alter, bitte, scheiß Bombe. Meine Granate hat gerade. Oh, jetzt habe ich F gedrückt. Falsche Taste, aber egal. Aber das jetzt. Aber lieber Rock, das jetzt nicht übel nehmen oder so, ne? Das war. Ach, was? Wow, eine Bombe! Ne? Sergeant rennt rein. Ist Heilung, apropos. Oh, lalalalala. Ach, das ist aber die übelste und dümmste Ulti, die man haben kann, wenn ich danach keine Lebensenergie mehr habe. Hilfe, dann, danke. Dann ist das schon ein bisschen, ne? Weißt du, ich mein Gewitter, Donner, Hagel, Blitz. Lalalala. Oh.
los, Onkel. Ich hab keine Ahnung, so, Robby, vor. Boah, wie kann ich denn die dreckigen Granaten tauschen, ey? Das ist ja gemeingefährlich, ey. So, ich heb dich mal eben auf, hier, Onkel. Das ist geil, dass du das machst. Dankeschön. Mit geil. Das habe ich wiederum nicht gesagt, das hast du gesagt. Ein Nomade. Ein dicker Nomade. Roboter räumt hier mal auf, während ich sterbe. Ich warte, ich rette dich. Hab dich wiederbeleben, nicht mit dem kurzen Perle ein bisschen verarbeiten hier. Oh, Sergeant Möller, der tarnt sich einfach mal, der feige Typ. Ja, um dich aufzuheben. Ja. weil ich das gemacht habe. Er hat sich nur hinter uns versteckt, weißt du, hinter deiner Leiche hat er sich gelegt. Ja. Damit er keine Kugeln abkriegt. Ja, richtig. Der Kleine. Oh, hier sind überall Kisten, meine Kleinen. Wo denn? Ja, die gehen aber nicht auf. Neue Waffe, was habe ich denn jetzt eingesammelt? Scheiße, ich darf nicht so schnell drücken. Ich drück so schnell, das macht keinen Sinn. Hobby, der hört jetzt auf hier. Hobby, ja, tschüss. Okay, wir könnten jetzt hier durch die Tür gehen, aber ich glaube, wir gucken erstmal noch, oder? Wollen wir erst noch zum Ausrufezeichen? Das wäre clever, ne? Kann man machen. Da. Mal hinfahren. Natürlich. Dwarven. Oh, da oben ist eine Höhle. Dwarven. Gabax, warte! Oh, du hast mich geduckt. Ach, cool, es schneit. Warte, ich will schießen. Schneit bei mir. Oh. Da. Alter, der Vibrator, der ist so hart, ne? Wenn du hier ballerst, dass ich mich kaum was sehe. So, was ist hier? Wir sind die Aufräum-Crew und nicht die Taktik-Crew. Doch, wir gehen doch taktisch vor. Wir gehen taktisch alle Gebiete ab. Edge-Job. Oh, sehr schön. Ach Mann, ey, ich wollte doch gar nicht die First-Taste drücken. Aufgezeichnete Nachricht endet. Okay, jetzt hast du das Problem, ja. Haben den Laden ordentlich aufgemischt, nachdem Roland sie aus Sanctuary vertrieben hat. Wenn du die Dampfpumpe reaktivierst, kannst du vielleicht alles wieder einschalten. Können wir mal ganz kurz warten? Ich muss mal meine Badass-Punkte verteilen. Kommt mal rein, Freunde. Ist das hier ein toller Anblick? Badass-Punkte muss ich verteilen. Krass. Oh, Leute, was ist das? Cool. Ach, da wollte ich doch gar nicht. Ich wollte gucken, was das ist. Hm. So, hier können wir irgendwen anbeten. Das Ding ist total im Eimer. Schusswaffenschaden. Such nach Ersatzteilen von anderen Pumpen in der Nähe des Motels. Granatschaden. Jetzt haben wir hier schon wieder eine andere Mission. Oh, Mann. Ja, so ist es. Wer geht denn da von euch wieder nicht taktisch vor? Eine in die nächste Mission. Ja, ist egal, wir nehmen alles, alles gut. Genau, alles mit. Alles annehmen, Leute. So, ihr wart hier drin, oder was? Alter, das sieht aus wie vom Predator hier. Ganz oben an der Spitze dieser Pumpe. Du wirst sie hochklettern müssen, wie ein zugekuckstes Äffchen auf Slack, wenn du rankommen willst. Warte, ich komm ins Auto. Achso, du bist da schon. Oh, haben wir die Autos getauscht, oder was? Nö. Ach, ich sollte sogar auf die Leiter schießen. Haha, ich hätte es einfach so gemacht. Ah, ich glaube, das bringt nichts, oder? Drüber fahren? Oh, nicht so schnell. Huh. So, läufst du hoch? Stirb, du elender Sack. Guten okay, Tag! Immer drauf. Yeah. Hast du es? Die zerplatzen förmlich. Jetzt hab ich. Aber hier, Sergeant, ich glaube, die spawnen hier, oder? Ja! Glaub ja. Normal ist das hier nicht, so wie oft die kommen hier. Quatsch, jetzt verquatsch ich aber ganz schön auf die Dialoge. Aber es gab Beschwerden, also haben sie es geändert. Oh, wir haben gerade gar keinen gehört. Ach. Bin hier Leute, so. Leute, hier sind ja einfach Leute. Jetzt hauen die nach. Alter, kommt ihr mal bitte. Nee. Wir haben hier so ein Problem, das nennt sich Monster. Boah! Wo ist denn da Monster? Ja, danach. Keine Monster sind so. Ja, Monster. Ich glaube jedenfalls, das sind Menschen. Ich glaube es, ja. Wir sind uns auch noch nicht so sicher. Alter. Boah, der hat ein Schutzschild. Oh yeah. I'm Jim Duken, I will come to get you. Was? Oh, was liegt da oben? Da liegt irgendwas, was ich aufheben kann. Okay, wir klettern raus. Kommt, Leute. Klettern. Immer nacheinander. Toll, $3. I need the money in the bank. Wegen $3 bist du jetzt da aufgesprungen. Wart ihr schon einer auf dem Turm da oben? Ja. Was ist da? Ja.
Wir haben die das Dampfventil. Okay, aber sonst ist da nichts. Ich hol mal das Getriebe, ne? Ach, jetzt haben wir hier laufen. Irgendwie das Kondensator. Ja, ich mach mit Gabax auf der Arbeit. Alter, jetzt ist los hier. Bam, weggeknallt, weggenudelt. Oh, da kommt was Großes von der Decke da oben. Jetzt kommt ihr auch mit hierher, mhm, okay. Ich kann nichts dafür, ich bin nur der Schütze oben am Turm. Das ist der Sergeant, der Pilot, der 3-5, der Pilot. Boah, es hat ein Mistvieh, ey. Ja, das war das Missionsziel. Ach, der hast du aufgesammelt? Achtung, Achtung. Ja, aber fahr mich bitte nicht. Ein Monster. So, kommst du wieder? Ach was? Okay. Haben wir schon alles. Achtung, ja, Fledermäuse. Hier schon wieder schneller als wir gucken konnten. Ganze Fledermäuse kommen hier an. Batman. Los geht's, Motherfucker. Oh, irgendwie Spaß mit dem dicken ja auf das MG zu steigen. Das wieder geil, aus. Ich hab grad einen Vogel runtergeholt. Geil. Cool, da ist ein Vogel wieder abgeschossen. Yeah. Ah, da steht einer. Hat aber jetzt lang gedauert. Hier müssen wir irgendwo den Kondensator finden. Da ist er, die letzte Niere hat er verwettet. Oh oh, lass mich wieder rein in das Scheißding. Da kommt ein ganz weiter. Wow. Okay, wow. Voll auf ein Elektro-Ding. Fahr mal ein bisschen. Alter, der hält ganz schön viel aus. Das ja, ja, da ist der Badass-Man. Badass Shock Slack. Hallo? Immer auf den Kopf schießen, hallo. Gibt Bonus. Ja, jetzt, wenn er sein Maul aufmacht. Voll drauf. Oh, ich bin tot. Oh, Hilfe! Er ist tot. Wow. Hallo, Leute? Ja. Ja, hallo. Ich bin gerade dabei. Ich bin ganz tot. Gabax hat einfach mal wieder sein Spiel gemacht. Ja, sorry, dass ich Slugs erstmal töten musste. Oh, ach, Leute, die Fahrzeuge sind kaputt. Shit. Wir haben echt ein großes Problem. Musstest du gar nicht. Immer die Granaten raus. Ach, guck mal, Gabax liegt auf dem Boden. Lass mal liegen, komm. Erstmal die Heilung absorbieren. Oh, ich bin tot. Scheiße. Neue Stärke. Kein Problem, ich hau drauf. Aber wenn einer nachher da ist, kann er mich aufheben. Ja, neue Stärke. Korrekt. Voll drauf. Ja! Ja toll, jetzt flieg ich wieder. Oh, wir haben den aus dem Leben genockt, ey. Hilfe! Modern Pump. Oh, Iridium nehmen wir mal mit hier, ne? Da ist wieder einer. Halt die Fresse. Wir so Dreckschwein. So. Wir sterben. Puh, die Pistole, die war ja echt mies. So, ne? Was haben wir denn hier Schönes? Ich habe gerade irgendwas aufgehoben, was ich gar nicht aufheben wollte. Granatschaden, okay. immer mit rein. So, warte mal, hier war doch noch irgendwo Autospawn stehen. Ey, kein Zimmer frei ist die nächste Mission. Nee, wir wollten ja eigentlich nur mal die Assassinen machen. Ja, genau, den andere hier. Mission. Ja, dann lass uns doch dahin gehen. Boah, das hört sich geil an, als würde so ein Godzilla hier langlatschen, wenn das Ding am Boden stammt. Voll geil. Wem muss ich jetzt hinterherlaufen? Onkel oder Reva? Ich glaube mal. Ja, ich laufe Onkel hinterher. Onkel oder Reva, du? Ich laufe Onkel hinterher. Gut, ich hab mal. Ja. Kannst du also auch Reva hinterherlaufen? Ja, im Endeffekt hast du alles richtig gemacht, Gabax. Der ja. Einzige, der abgehauen ist, ne, da hinten kommt er, der kleine Unsichtbare. Es hauscht. Richtig. Oh. Meine das Beste Reste. Kommt zum Schluss, ne? Wenn der Onkel sich umdreht und läuft, ist er ganz hinten. Rein theoretisch, ja. Okay, wir haben hier zwei Löcher. Fahrzeuge. Was? Wozu wollen wir denn Löcher? Wir müssen hier rein. Achso. Trotzdem ist das Auto schon mal spawnen. Ich jetzt spar Zeit, weißt du, muss immer auf Taxi warten. So ist es schon da. Frisch getankt, poliert, gereinigt, gelüftet, zur Abnahme bereit. Dum. Damn. Auch heilen und sterbe ich hier. Ich habe Verbindung verloren. Oh nein!
Gabax. Dann müsstest du mich mal wieder neu einladen. Du sollst an der Schnur bleiben. Ja. Moment, bitte stehen bleiben, wir laden erstmal Gabax ein. Ja. Richtig. Meine lieben Damen und Herren, der Gabax hat uns verlassen, aber er kommt wieder. Ja. Denn er wird, er lebt noch. Oder werde ich ja mal gucken. Einladen. Okay. Achtung, da quatscht einer, glaube ich. Nee, nee. Kann, ich kann mich nicht heilen, warum nicht? Also, damit das klar doch, ist. Enter. Ja, die meisten meiner Waren wurden voilà, Möglichkeiten. Ey, falscher Knopf. So, da bin ich wieder drin. Hallo? Ey, hä? Was ist denn jetzt los? Leb wohl, mein doch, ich bin dran. Jetzt spielen. Wenn das Geld stimmt, rette ich dir dein Leben. Bäm, Leute, ja, wir voll. Macro, doch, jetzt. Lädt das finde ich schön. So. Was sagst du? Ja, wo Gabax reinkam, sagte er, keine Panik, Leute, ich bin da. Und das ist auch schön, das ist super. Wir sind alle happy. Happy. Das ist ja das Schlimme, Gabax. Was denn? Müsst du da was ey, ich hab was E gefunden, so ein lilanes ja. E8, was Iridium. Ist das? Was heißt das? Wofür? Dafür kannst du später... Die Währung, die andere. Genau. Sachen bauen, ne? Hat jeder von euch eine Pistole? Ja. Nein. Ja gut. Ich mach doch, ich töte doch. Onkel, willst du eine Pistole haben? Nein, ich töte doch. Ja, aber du kannst jetzt nicht von mir verlangen, dass ich hier daneben stehe und nichts tue. Ja, dann nimm die Pistole. Ja, ich hab nimm hier, ja, ich hab, nimm sie. Ich hab die Pistole. Achso, okay. Oh, South Pound. Wie kann man nochmal handeln? Gute Frage, ranrennen und dann irgendwas V drücken für dich. Nee. Genau. Ja, aber hast du eine Pistole? Ja, hab ich. Okay. Weil ich denke mal, das ist besser, wenn dann alle mit der Pistole draufgehen. Ja. Ich das noch nicht, wie ich genau die Sachen prüfen kann, ob es besser ist oder schlechter. Ah, nicht wegwerfen. Siehst du daran eine Pfeile? Ja, ja, aber grün. Muss ich da erstmal drüber gehen und dann eh vergleichen? Nee, siehst du nicht. Du siehst doch, wenn rote Pfeile sind, sind die Werte schlechter und wenn grüne Pfeile sind, sind die besser. Ja, das ist klar. Da muss ich vorher die Taste drücken. Nee, ich glaube nein, du brauchst bloß über die Waffe zu gehen und dann siehst du die Werte. Tauchen dann auf. Ja, aber die. Das ist richtig, aber dann sehe ich nicht, ob die besser ist als meine Waffe oder nicht. Pass auf. Oh, doch, weil du dann ja die Pfeile siehst. Du siehst, wenn rote Pfeile sind, die Werte sind schlechter als deine Waffe, die du in der Hand hast. Ja, die aber beste von denen. Und die grüne Waffe ist? Da wählt er aber nicht die gleiche SM. Also die. Du hast doch auf dem ersten Slot zum Beispiel eine SKE und auf dem zweiten eine Sturmwaffe. Und wenn die Sturmwaffe aber besser ist als die Waffe, die du gerade ausgewählt hast, dann wird nur die bessere Waffe verglichen und nicht die SMG, die du hast. Verstehst du, was ich meine? Ja, dann musst du es umständlich machen. Ja, nee, dann musst du E drücken. Oh, was ist das denn hier? Dann sammelst du einen, wenn du E drückst. Hm? Wer schießt denn da? Unhöflich. Ja, liebe Freunde, so echt? Seht ihr das, wenn wir darüber reden. Der hat noch nicht mal reden. Kaffee und Kuchen kriegt was? Hier bei der Einladung. Wow. Oh Gott, der sieht aus wie ich. Nur groß. Ja. Groß, genau. Dann beweis dich mal als Psycho. Ja, Moment. Erstmal kommen die Granaten. Hau ihn kaputt. Erstmal kommen die Granaten. Ist das? Das? Guck mal. War das nicht gut? So geht das. Roboter rausholen, der steckt alle Badass kaputt. Weißt du, habt ihr jetzt den nicht mit der Pistole erledigt oder was? Ihr seid doch Pappen, also. Was, wir sollten mit Pistole? Ups. Da war der. Was denn? Oh, nice. Echt jetzt, wir haben extra alle geguckt, ob wir eine Pistole. Ja, der Roboter hat den kaputt gemacht. Der ist halt schneller. Von Sanctuary verkrochen hat. Wenn ihr sie seht und mir davon berichtet, mache ich euch so reich, dass ihr euch eine große Villa baut. Aus anderen kleineren Villen. Ende. Aus kleinen. Gut. Oh ne, mit einer Sniper-Rifle. Eine Sniper-Rifle habe ich nicht. Ja. Ich habe eine. Das war die Stats. Wie soll eine Sniper-Rifle? Die habe ich sogar noch. Ja, ich habe doch eine. Ja, ihr braucht gar nicht zu überprüfen, ihr schießt da sowieso mit der Schrotflinte drauf. Von daher ist das scheißegal. Okay. Gracias. Ich habe auch keine Ahnung, warum wir das machen sollen. Gibt es ohne Nebenmission? Gibt es ohne. Oh, ich bin tot, Hilfe. SOS, someone help me. Nee, war nämlich.
Das gibt einen Bonus. Entweder mehr Geld oder Ausrüstung, wie auch immer. Sehr wichtig. Ich komme, du stinkendes Stück Elend. Ich meine Hilfe. Ich bin auch schon tot. Ich bin tot. Ich bin wieder tot. Ich höre schon wieder Satchin. Ein Trauerspiel mit euch. Ey, Satchin, ich mein Amtsraum. Ja, ich hol dich schon. Achso, ja. Ja, lol. Oh, zerfetzt. Ich wurde taktisch zerfetzt. Hier habe ich gerade mit dem Geballer aufgehört. Ich bin das nicht gewohnt, was ich da gerade empfinde. Ich töte dich. Oh Mann, ich brauche Heilung. Leute, gib mir Heilung. Wo ist die Heilung? Ach, das gibt's doch nicht. Was stirbst du denn die ganze Zeit? Leute, zusammenbleiben. Weil ich dachte, ich guck mal nach links anstatt nach rechts und dann bin ich umgefallen. Hier, Sergeant, da ist eine Waffe. Take die doch mal. Eine Waffe? Die brauche ich nicht. Ich habe bessere. Ach klar, das ist eine Sniper Rifle, bin ich blöd. Da hinten ist der ohne. Oh, hey. Ich glaube, der hat Sprengstoff in der Hand gehabt. Oh, Bombe. Ja, der hat gerade zu mir. Geschissen. Kann mich einer retten? Kann mich einer heilen? Danke. Einfach mal schießen. Löse mich auf. Ich löse mir auf. Oh, fuck, Alter. Selbst. Jagen sie alle in die Luft. Voll geil, wie ich wiederkomme. Aus der komischen Steckdose raus. Was? Alter, die gehen einem ja richtig auf den Sack, die sich hier hochjagen. Brauch Hilfe! Hilfe! I'm coming to dir. Okay, ich versuch's wieder mit Englisch. Ey! Englisch. Hier liegt immer noch ein Sniper, ja, auf. Meine Gute habe ich weggeworfen. Egal, ob ich jetzt. Geht doch mit der Sniper! Du hast doch einen Sniper! Aber die habe ich gerade erst aufgehoben. Ja, schieß! Kann er nicht mit dem Kampf hier wechseln? Wissen die? Ah. Gerade aufgehoben. Ich find sie nicht. Rivano, du schießt nicht. Rivano, schießt bitte auch mit dem Sniper. Na komm, schnell so Austausch, zack. Ja, er ist gleich down. Ja, warte. Oh, Mann! Ich kann doch nicht die Waffe wechseln mitnehmen. Also mit Sniper David rausschießen, oder? Ja. Ja. Immer auf den Kopf, Leute. Gibt Bonus-Damage. Ja, ich bin gerade fast tot. Nicht deinen Ritter schicken. Ich kann dich nicht heilen. Doch, da. Jetzt komm, stirb. Ja! In the face, Kopf. Ein Schuss. In the face. Na. Jetzt ist er down, komm. Aber was ist denn das für eine scheiß Sniper? Ja! Einfach mal alles aufheben. So, zack. Salim, Freunde. Was sagt ihr? Mit unterschiedlichen, unvorstellbaren Kräften ausgestattet. Ich belebe den Sniper aus Dreck, ey. Den schmeiß ich direkt weg. Nein, werf sie nicht weg. Wenn ihr Lilith seht, meldet ihr es mir sofort. Der Sergeant liegt mir zu Füßen. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Ihr, nein. Hier. Wo schmeiß ich den weg? Oh. Einfach X drücken. Leute, ich habe gerade Selbstmord begangen. Können wir denn weitergehen oder gehen wir dann in dem nächsten weiter? Nächsten. Ne, hab ich gerade auch so ein Gefühl. Ist ja wieder fast zu weit. Hyperion empfiehlt, dem Ding, das sie getötet hat, Rache zu schwören. Außer es handelt sich um ein unbeliebtes Objekt. Oh, hier, guck mal, ach, das ist die Sniper. Die schmeißt ihr mal. Gut, dann treffen wir uns hier bei Onkel, würde ich sagen. Mal Onkel ist Lagerfeuerchen. Ich kann es noch nicht mal nehmen. Hallo? Gut. Oh, die ist doch Hammer. Ja, will ich nicht. Was hast du denn da Schönes? Na, Gabax hat ein Roboterfoto. War nicht die Frau, sondern nur ein Roboter. Roboter. Okay, dann bleiben wir jetzt hier stehen und machen Nickerchen, hä? Richtig. Bis zur nächsten Folge, würde ich mal sagen. Und dann killen wir die Assassine. Bis dann. Ciao. Tschüss.